Einen schönen guten Tag, ihr Lieben. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem weiteren Video. Ihr seht es im Hintergrund schon, da steht ein Hyundai Ioniq 5. Ich will es heute mal ganz genau wissen. Der Ioniq 5 ist ein Auto, was übelst gehypt wurde in den Medien. Das wisst ihr selber. Ich meine, alleine schon die 800 Volt Technik und so weiter. Ich habe mir dann gesagt, Leute, jetzt nach einem halben Jahr wollen wir doch mal ein Fazit ziehen. Deswegen habe ich jetzt hier jemanden kennengelernt, der liebe Tobi. Tobi, ich grüße dich. Hallo. Tobi, wie geht's dir? Gut, alles super. Alles super alles soweit? Super. Tobi, du fährst den Hyundai Ioniq 5 jetzt schon seit 6 Monaten, eigentlich genau. von Anfang an. Also direkt, wo er rauskam, habe ich eigentlich direkt schon bekommen. Ja. Relativ spontan. Wir hatten uns spontan dafür entschieden. Super, super. Und innerhalb von 2 Wochen war er sogar schon da. Mega, mega. Und Tobi, du wirst mir heute mal Rede und Antwort stehen, wie es so du hast jetzt Erfahrung sammeln können mit der Ioniq 5. Wie sieht es da wirklich mit aus? Ja. Gerade mit den Laden oder auch mit dem Info-Entertainment. Verbessert sich generell was mit Software-Updates und so weiter? Das wollen wir heute mal klären, Leute. Bleibt dran, nach dem Intro geht's los. So, Tobi, jetzt stehen wir hier im Seitenprofil von deinem Hyundai Ioniq 5. Ist ja in schwarz, muss man echt zeigen, wenn ich das mal kurz zeige, ist ja ein wirkliches Biest, wa? Schön getönte Scheiben, ist das Serie? Das ist alles Serie so. Das ist alles Serie? Wahnsinn. Schwarz und ab einer, ich glaube, auf der Technikausstattung hast du die schwarzen Zierleisten. Ja. Also alles in schwarz, so wie du damals bei deinem Tesla Model 3. Genau, Black Series, ja, hast du recht, hast du recht. Und mega. Das Einzige, was halt ist, sind diese silbernen Akzente. Mhm. Findest du gut? Ich musste mich erst dran gewöhnen, aber in schwarz gefällt es mir in echt richtig gut, ehrlich gesagt, ja. Okay, super. Du, jetzt, wir können ja gleich mal über das Fahrzeug kurz sprechen, bevor wir hier wirklich mit den positiven und negativen Dingen durchstarten. Das ist einer mit einer großen Batterie, wa? Genau, vom Ioniq 5. Große Batterie, aber Heckantrieb. Also Heckantrieb, okay. Die Long-Range-Variante sozusagen. Ja. Und mit den kleinen, in Anführungsstrichen, 19-Zoll-Felgen. Ja. Gibt es ja noch mit 20-Zoll. Okay. Also was die Reichweite anbelangt von der Kombination halt eigentlich die... Ja, höchste Reichweite, die man konfigurieren könnte. Super, und ich habe ja festgestellt, auch durch dich, dank dir dann nochmal, ihr habt gesehen bei den Größenverhältnissen-Video, dass im Prinzip der mit den Heckantrieben einen größeren Frunk vorne hat. Das heißt, ihr habt da über 50 Liter noch Kapazität im Vergleich zum AWD, wa? Genau, das ist auch so eine Geschichte noch gewesen. Also ich hatte halt nicht nur wegen der Reichweite, sondern einfach wegen der Familientauglichkeit und Reise. Wir wollen halt, wenn dann mit dem Auto auch längere Strecken fahren, haben wir auch schon gemacht. Mhm. Und halt gerade mit dem großen Frank, da kann man halt richtig, also sind zwar nur 57 Liter. Ja. Aber da kriegt man schon absolut, sehr, sehr viel rein. Absolut, absolut. Ne? Manche haben es ja gar nicht. Ich glaube, ID4 und sowas, da ist gar nichts mit Frank-mäßig, wa? Ja. Von daher schon mal einen Daumen nach oben bei Hyundai, dass die überhaupt daran denken. Mhm. Und gut, da haben wir darüber gesprochen. Und ich würde sagen, du bist ja auch ein bisschen technikaffin, wa? Definitiv. Ich hab da jetzt nämlich ein paar Fragen zum Info-Entertainment-System. Da gehen wir am besten mal rein für, wa? Ja, das können wir machen. Tobi hat sich richtig Mühe gegeben. Guckt euch mal an, wie sauber der Wagen ist, Tobi. Mensch, hättest du nicht machen müssen, wirklich. Vielen, vielen Dank. Ich fahre einen Sitz mal hinter. Ja. Dann kann ich euch ja nämlich alles mal schön in Ruhe zeigen am ganzen Info-Entertainment-System. Tobi, wie groß bist denn du? 1,85. Da seht ihr es auch gerade mal. So sitzt Tobi drinnen mit 1,85. Also Platz ohne Ende. Habt ihr ja ein Größenvergleich-Video auch gesehen. Hinten super. Du hast Panoramadach, sehe ich gerade. Jawohl. Absolut mega. Ich komme mal rein in die Stube. Du hast 2 Displays, sehe ich, wa? Mhm. Sieht schon mal stabil aus, kann man nicht meckern. Das Einzige, was mir direkt auffällt, ich kenne es jetzt von Tesla, das ist fast rahmenlos, aber hier hast du immer noch so eine weiße Umrandung bei den Displays, wa? Richtig. Vielleicht wird das geändert oder stürzt dich? Eigentlich nicht, weil du hast eigentlich genau hier das Lenkrad, hast ja hier in dem Fall. Ja. Und du hast hier oben in diesen Bereichen eigentlich keine Anzeigen. Ja. Und selbst wenn jetzt hier eine Anzeige wäre, ich würde sie ja gar nicht sehen durchs Lenkrad. Okay, ja. Okay, also, verstehe. Das haben halt auch erst viele nicht bemängelt, aber bemerkt. Ja. Aber letztendlich stört es definitiv nicht. Okay, ich verstehe. Weil, wenn wir gucken, Mercedes hat es ja, glaube ich, auch komplett Displays, aber auch 2 Stück, das sieht man nur nicht so ganz. Aber vielleicht, ist ja, denke ich, auch Geschmackssache, hast du vollkommen recht. Und was ist denn das für ein Knubbel? Das ist ja wie bei der Formel 1 hier. Was ist das? Das ist der Drive Mode. Okay. Da kann ich einstellen, du siehst ja hier am Hauptdisplay, zwischen Sport, Eco, Normal oder jetzt, wie es aktuell halt ab und zu mal notwendig ist, halt Snow. Snow Mode? Snow Mode, das heißt, ich habe da relativ wenig Drehmoment. Okay. Und komme halt beim Schnee halt beim Anfahren definitiv besser vorwärts. Mega, mega, coole Option. Sag mal, wie kommst du eigentlich hier zurecht mit der Menüführung? Jetzt kommen wir nicht zu den einzelnen Punkten. Ja. Was findest du jetzt in diesen 6 Monaten, wo du hast, gut? Was findest du schlecht? Ja, also ich bin ja schon ein bisschen Hyundai geprägt durch den Ioniq Vorfacelift. Ja. Das war ja mein erstes Elektroauto. Und daher kenne ich die ganze Struktur von dem System schon mal ein bisschen.
Deshalb grundsätzlich hatte ich relativ wenig Einarbeitungszeit. Mhm. Es gibt halt ein paar Sachen, da muss man sich nochmal dran gewöhnen. Ja. Beispielhaft, wenn man jetzt mit dem Negativen vielleicht gerade mal anfängt, jetzt wenn man das Radio zum Beispiel anmacht. Okay. Ist zwar alles schön und gut, ja, aber letztendlich, wenn du Informationen suchst, wie jetzt zum Beispiel das Lied gerade heißt, ne, ja, hast du hier unten dieses kleine Feld und hier oben hast du so viel Platz verschwendet. Okay. Das sind alles so Geschichten, könnte man besser machen. Mhm. Genauso die Favoriten sollten angeblich alphabetisch sortiert sein. Sind sie meiner Meinung nach nicht ganz. Ja, verstehe. Und man kann sie auch nicht selbst sortieren. Das heißt, so, ich habe eigentlich nur zwei Radiosender, die ich hauptsächlich höre. Hm. Die hätte ich gerne vorne, aber kann ich nicht machen. Das ist natürlich das blöd, ist, ja. Das ist so, was mich am Radio definitiv stört. Dann in der Ansicht jetzt hier zum Beispiel, ich habe gefiltert, dass ich eigentlich nur Ladestationen mit HPCs mir suchen lassen möchte. Ah, gutes Thema. Ja. Wie ist das da eigentlich? Bestes Beispiel, du willst jetzt nach Berlin fahren. Ja. Wie machst du da eigentlich die Routenplanung? Ich als Tesla-Fahrer, ich weiß nicht, wie geht das bei euch? Also in der Praxis bis jetzt, wir hatten jetzt zwei große Langstreckenfahrten gemacht. Mhm. Immer so 500, 600 Kilometer. Ja. Da habe ich halt über den Better Route Planner, habe ich mir das zu Hause mal angeguckt und mir da die Ladestationen rausgesucht. Mhm. Aber wenn ich jetzt spontan sagen würde, navigiere nach Berlin. Möchten Sie dieses Ziel setzen? Sage ich mal, ja. Die Navigationsführung beginnt jetzt. Okay. So, jetzt rechnet er die Strecke aus. Ja. Dauert ein bisschen. Mhm. Und dann würde er dir standardmäßig aber einfach nur sagen, hier, du kommst nicht hin. Was er jetzt hier auch gerade sagt. Okay, du kommst nicht hin. Jo, ja, mit der Reichweite. So, jetzt sage ich Wegpunkt hinzufügen und sage einfach hier Live-Ladestation. Live-Ladestation? Live-Ladestation. Das heißt, der guckt jetzt an der Strecke, wo da Ladestationen sind. Normalerweise werden da jetzt welche kommen. Hm. Also normalerweise würden hier jetzt dann die Ladestationen kommen auf der Strecke. Ja. Anhand von der Kilometer-Dings sortiert. Okay. Würde ich dann aussuchen. Mhm. Ich nehme jetzt mal irgendeine, die jetzt... Die jetzt mal woanders ist, als jetzt dann... Ja. Hier jetzt gerade zwar in der Nähe, macht jetzt nicht so viel Sinn, mhm, aber einfach vom Prinzip her. Dann würde die hier drin stehen und ich sage, rechnen. Aha. Und dann würde er hinfahren. Okay. So Bild, würde das dann laufen. Ja. Und diese Live-Ladestation, das ist halt so, ich könnte dann mir die Ladestation angucken und halt, wie viel, ja, ist die jetzt gerade besetzt, sind welche defekt, das würde ich dann alles hier in dem Display sehen. Okay, ich verstehe, ja. Aber es ist jetzt nicht so, ich sage, ich möchte nach Berlin und er macht alles automatisch. Macht er nicht, nee. Nee, leider nicht. Es ist aber so, seit November hat Hyundai eine Seite gestartet, wo du sie selbst die Updates runterladen kannst. Also Updates runterladen kannst? Genau, also es ist noch nicht so wie bei Tesla, dass die over the air kommen. Das wird noch kommen. Okay, und zwar muss ich mal ganz kurz unterbrechen an dieser Stelle, denn nachdem wir das Video aufgenommen haben, hat mich der Tobi nochmal angerufen und hat gesagt, hier André, wir haben gerade ein Update bekommen, wo die OTA-Funktion wohl schon dabei ist. Ihr seht es gerade im Hintergrund, ich habe es euch mal eingeblendet. Das heißt, Hyundai ist da wirklich hinten dran. Und er meinte auch zusätzlich, dass nach dem Update, was er jetzt aufgespielt hat, die Routenplanung wieder wirklich deutlich besser funktioniert und er auch die Ladepunkte angezeigt bekommt. Das heißt, da wo er jetzt laden muss, auf seiner Route zum Beispiel nach Berlin. Zurück zum Video, nur als kleine Info für euch. Aber Stand jetzt ist es so, du müsstest quasi ins Internet gehen, auf die Seite und kannst dir für dein Hyundai IONIQ 5 oder auch eigentlich alle anderen Hyundai-Fahrzeuge, die Software fürs Infotainment-Software runterladen. Beim IONIQ 5 soll es wohl so sein, jeden Monat ein neues. Okay. Das heißt, da sind neue Karten dabei, aber auch hier so Geschichten, alles, was du hier hast. Mit den Zeichen? Genau, Infotainment-System und Klimaanlage und was weiß ich was alles. Mhm. Zum Beispiel so Sachen wie, was jetzt letztens kaputt gemacht haben beim letzten Update, war, wenn du die Scheibenwischreinigungsfunktion startest, ja, dass dann die Umluft automatisch angeht. Ach, damit du halt den Geruch nicht bekommst. Sowas ist halt jetzt beim letzten Update kaputt gegangen, aber auch sowas würden die halt wieder rein implementieren. Hm, verstehe ich. Und alles, was halt quasi hier mit dem Infotainment-System zu tun hat, könntest du, wenn du möchtest, dir jeden Monat neue Software runterladen. Okay. Geht dann über den USB-Stick, dauert ungefähr eine halbe Stunde. Ja. Und dann hast du die neuesten Sachen drauf. Okay. Zum Beispiel bei mir bei der Auslieferung, jetzt eine Kleinigkeit, aber ich sehe es halt gerade hier, wir haben ja das Pixel-Design beim IONIQ 5. Hm, das ja rundherum war. Das war halt anfangs einfach eine Fläche, die halt von Farben sich einen Verlauf hatte. Jetzt haben sie halt Pixel reingemacht. Ah, so ein bisschen Visualisierungsschnickschnack, war? Natürlich, definitiv. Ein bisschen wie Tesla Elon, der ist da auch ein Fan von, muss man echt sagen. Ja, da hat er ja letztens was Schönes gemacht. Ja, auf jeden Fall.
Oder was mir halt letztens aufgefallen ist beim Navi, mir ist zumindest aufgefallen, ich hatte noch nie gesehen, dass das Navi 3D-mäßig war. Also klar, du hast diese 3D-Vogelperspektive. Ja. Aber ich hatte eine Situation auf der Autobahn, da konnte ich richtig sehen, wie meine Strecke hochgehen und danach ging es wieder runter. Okay. Ja. Also ich konnte dann wirklich so die Höhenprofile sehen. Ja. Weiß nicht, ob das neu ist, aber so Sachen könnten zum Beispiel auch durch so Updates kommen. Okay, also mal direkt jetzt zusammenfassend, ich sag mal, die Routenführung, die kann man noch verbessern, seitens Hinweis. Definitiv, ja. Gerade, dass du wirklich, wenn du eine längere Route mal fährst oder jetzt nach Kroatien oder was weiß ich, ist ja alles machbar mit dem Fahrzeug. Der hat so einen großen Akku, das ist kein Problem. Plus, dass das Fahrzeug dir Feedback gibt. Nicht, dass du dich kümmern musst, sondern dass das Fahrzeug sich kümmert, wo musst du laden und sowas. Ja. Aber du bist sehr zuversichtlich, dass das in Zukunft kommt? Ja, definitiv. Okay. Definitiv, ja. Und auch bist du zuversichtlich, dass Software-Updates bald nicht mehr über den USB-Stick kommen, sondern over the air, über WLAN oder über eure SIM-Karte, war? Ja, übers Forum hat man schon so, man weiß ja nie, ob es stimmt, aber im ersten Quartal 2022 könnte sogar schon was kommen. Okay, super, das wäre ja toll. Ich meine, warum die Technik nicht auch nutzen, war? Richtig. Gut, sieht sehr stabil aus. Ich muss ehrlich gestehen, bei Tesla, wenn ich das jetzt mal direkt vergleiche, ist ein bisschen einfacher, das ganze Handling. Ja. Der sagt mir direkt, an welche Supercharger ich gehen soll. Da drüben steht ja auch meiner. Richtig. Da auch mal gleich die Frage, der IONIQ 5, war das der erste Wunsch jetzt oder beziehungsweise gab es noch eine andere Auswahl, an SUVs damals zu kaufen? Nee, damals, also als der Gedanke so langsam gereift ist, dann den Familienverbrenner quasi zu ersetzen, hatte ich mir damals gedacht, okay, hier, wenn der das Model Y aus Grünheide fertig ist, dann guckst du da mal und dass das so quasi dann der nächste werden würde. Okay. Ist aber dann spontan doch zu dem hier dann gewechselt. Letztendlich war es auch wieder so, wie bei dem, auch wieder so eine Hype-Geschichte. Also ich hatte auch immer gedacht, ah ja, Tesla, gut, setz dich rein, fährst du hin. Aber dann, je mehr man sich auch mit beschäftigt hat, hat man dann hier auch schon ein paar Sachen dann mitbekommen, die halt nicht so toll sind. Einfaches Beispiel, einfach hier die Reichweite. Hattest du mir, glaube ich, schon mal gesagt. Hatte ich dir gesagt. Wenn du den volllädst, steht bei dir immer 500 Kilometer. Richtig, das stimmt. Hier ist es definitiv so, der rechnet wirklich, nicht auf einen Kilometer genau, aber schon relativ genau. Ja. Im Sommer zum Beispiel bei dem gleichen SOC hätte ich da 360, 370 Kilometer stehen. Okay, okay, ich verstehe. Oder als ich heute Morgen losgefahren bin zu dir, stand hier sogar 320 Kilometer. Wie gesagt, es waren ja nur ein paar Kilometer hierher. Aber dadurch, da die Heizung gerade los lief, ist erstmal die Reichweite erstmal deutlich in den Keller gegangen. Ja, absolut, verstehe ich, ja. Und bei dem habe ich es jetzt noch nicht ausprobiert, aber bei dem IONIQ Classic ist es auch sehr genau. Also ich sag mal, auf 5 Kilometer ist es genau. Das finde ich schon mal gut, Es fällt halt zum Schluss ein bisschen stärker ab. Das muss man halt wissen. Also wenn da steht noch 30 Kilometer, dann hast du halt, sagen wir noch 25 Kilometer wirklich zu fahren. Okay, aber lass gut, die 5 Kilometer, mein Gott. Da hast du vollkommen recht. Auch da drüben hast du eine Anzeige mit der Reichweite, wie viel du noch hast hier. Genau. Das ist schon gut gemacht, kann man nicht meckern. Genau, ich kann auch hier zum Beispiel meinen Kalender gucken, so lauter Spielereien oder hier Wetter. Ja. Radio, klar, und halt das Navi nochmal, die Gesamtstrecke. Wenn ich das möchte. Kann ich noch mal kurz deine Karte sehen? Ich würde gerne mal rein und rauskrollen, einfach nur um zu sehen, wie schnell jetzt auch die Prozessortechnik dahinter funktioniert. Kannst du ja hier direkt machen. Ach so, das ist jetzt schon? Aha, okay. Ja, also ich sag mal, wenn ich jetzt noch mal reingehe, er reagiert schon. Ein bisschen hakelig, ja. Ja, es ist auch, ich merke schon, das ist kein Glas hier. Das ist Plastik. Das ist Kunststoff, oder? Ja. Kunststoff, genau. Das merkst du immer direkt, wenn du beim Handy jemanden schaust, das ist ein ganz anderes Gefühl, war so von der Fingersensitivität. Also, wenn du das Handy gerade schon ansprichst, also jetzt, es ist nicht so wie beim Handy, du drückst drauf und es kommt sofort. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ins Menü gehe und hier jetzt zum Beispiel anderes Ding auswähle, du siehst ja selber, ein bisschen Versatz hat er. Ja, verstehe. Oder wenn ich jetzt hier ins Menü gehe und drücke, was wäre ich hier, EV? Also so eine Sekunde, hat halt definitiv. Okay, verstehe. Ja, wild. Aber das ist ja, ich meine, Software, vielleicht lässt sich da noch was mit den Updates machen, hast du ja gesagt. Man kennt es ja von VW, da war es ja auch am Anfang sehr, sehr langsam, ist ja auch besser geworden. Absolut. Deshalb habe ich da softwaretechnisch klar, es gibt definitiv, also es gibt viele Punkte, die man verbessern kann. Ich gehe von aus, von Hyundai, dass sie auch verbessern. Ja. Aber halt, es ist jetzt nicht so, dass man es verteufeln muss. Nee. Bei den ganzen Tests hörst du ja immer, das Auto super, aber Infotainment-System definitiv schlechter. Klar, besser geht immer, aber es ist
absolut handelbar. Ja, vor allem muss man ja sagen, ganz ehrlich, unter uns, wie gesagt, Kia und Hyundai, was die letzten Jahre hier geleistet haben, wie die sich entwickelt haben, oder? Richtig. Jetzt mal unter uns gesagt, das ist brutal. Das ist echt Hammer. Vor 10 Jahren weiß ich noch, wie Kia da aussah, da war Plastik, das sah nicht mal annähernd hochwertig aus. Und jetzt, wo stehen die Jungs jetzt? Das ist Wahnsinn, wa? Richtig, und das war auch so ein Grund, also ich hatte ja immer deutsche Autos jetzt gefahren. Und was du da siehst mittlerweile, also ich habe so das Gefühl, da geht die Qualität, also jetzt sagen wir bei den Volumenhersteller, ein bisschen runter, also günstigere Materialien. Ja, ja. Ne? Also hier, das ist alles zwar so leicht geschäumt. Ne? Ja, soft. Und hier hast du halt von, ja, es ist halt kein billiges Plastik mehr. Nee. Ich sage jetzt mal einfach Dacia-Qualität. Ja. Hast du vor 10, 15 Jahren da vielleicht gehabt, von den Materialien, von der Haptik her. Und jetzt mittlerweile, also sieht gut aus, es ist super verarbeitet. Ja. Es knarzt vor allem nichts. Also ich hatte bei meinen Verbrennern immer irgendwo was geknarzt hatte. Und selbst bei dem Hyundai Classic nichts. Kennst du bereits unseren E-Führershop für begeisterte Elektroautofahrer? Von T-Shirts über Hoodies bis Kaffeetassen wirst du dort fündig. Mit dem Code E-Fieber bekommst du 10% Nachlass auf deine gesamte Bestellung. Schau gerne vorbei, wir freuen uns. Und nun zurück zum Video. Ich sehe hier auch, ihr habt da Verkehrszeichenerkennung. Jetzt steht hier zum Beispiel 30. Richtig. Wie funktioniert die bei euch? Kannst du da was zu sagen? Die funktioniert eigentlich, die Schilderkennung an sich, relativ gut. Mhm. Einziger Nachteil oder Kritikpunkt, den ich hätte, wäre, wenn ich auf der Autobahn bin, der hat ja den adaptiven Tempomat. Ja. Und wenn er ein Schild erkennt, also in dem Fall jetzt beispielhaft 120 km/h, dann setzt er den Tempomaten auch auf die 120 km/h, nachdem ich an dem Schild vorbeigefahren bin, und regelt dann runter. Okay. Sprich, die 120 km/h in dem Beispiel habe ich dann vielleicht nach 300, 400 Metern später erreicht. Oh, das ist gefährlich. Das könnte gefährlich werden, wenn da schon ein Blitzer steht. Ja. Deshalb von der Idee her gut, aber von der Umsetzung, also das Schild erkennt er ja, also ich kann mir vorstellen, dass er das Schild definitiv schon früher erkennen kann. Okay. Ja, okay, wenn das so 100 Meter vorher schon passieren würde, wäre das schon mal gut. Mhm. Aber wenn er das Schild erkennt, nachdem ich dran vorbeigefahren bin, also ziemlich zeitgleich, und dann erst anfängt runter zu regeln, ja, ist in der Praxis nicht so wirklich gut. Ne? Nee, hast du recht, hast du vollkommen recht. Schildererkennung funktioniert auf Landstraßen als auch auf Autobahnen, richtig? Genau, das funktioniert, also funktioniert immer, die Schildererkennung. Hm. Aber halt auf der Autobahn hat er noch so einen Autobahnassistenten, okay, wenn du den Tempomat einschaltest. Hm. Und da macht er das halt auch mit der automatischen Tempoanpassung. Ehrliche Frage, wie sieht's aus? Wir kamen ja mittlerweile sehr oft hier, gerade wenn du Frankfurt runterfährst, die Situation, dass diese flexiblen Geschwindigkeitsanzeigen kommen. Kennst du die? Diese Tafeln oben über der Autobahn. Erkennt er die auch? Ja. Nein! Doch. Nein! Doch. Er erkennt die flexiblen Geschwindigkeiten auch. Die so oben aufgebaut sind, ja. Die hat er auch erkannt. Was? Okay, das ist wild, das schafft Tesla nicht. Auf der Autobahn schafft es Tesla nicht und diese flexiblen erst recht nicht. Mhm. Landstraßen ja. Ja. Und, das ist ja wild. Auch die Spurerkennung ist auch bei Baustellen so, die gelben Streifen, die erkennt er auch manchmal. Also nicht immer, aber die erkennt er auch. Mhm. Also sowas wie einen Autopiloten hast du auch? Also ich weiß nicht, wie das bei euch heißt. Das ist einfach der Assistent so. Assistent, ja. Ja. Autopilot heißt es ja hier nicht. Aber von Funktionen her ist das schon relativ so in die Richtung. Okay, wild. Also aber du kannst nicht einen Spurwechsel machen, wenn du blinkst, oder? Doch, kann er auch. Also der macht automatischen Spurwechsel? Der kann auch einen automatischen Spurwechsel machen. Was? Das heißt, wenn ich jetzt hier blinke, würde der dann auch rüberfahren. Oh, auch cool. Was ist das denn? Geil. So, genau. Zeigt er euch direkt an? Den toten Winkel. Okay. Kannst du dann hier sehen, ja. Und er würde dann auch rüberfahren. Also Spurwechsel kann er. Okay, ja. Krass. Ich habe in der Praxis, habe ich nie wirklich genutzt, aber er kann es. Mhm. Weil, ja, ich bin eigentlich dann schneller, wenn ich das manuell mache. Ja, aber das alles geht. Ne? Ja, das stimmt. Ja, genau. Es ist eine Spielerei, wie viele Sachen. Kann ich dir nachher auch mal gleich zeigen, wie das automatische Einparken, also quasi vorwärts-rückwärts fahren, das Auto. Mhm. Super. Von daher. Ein Punkt, was ich jetzt persönlich als negativ im Vergleich zu Tesla Model Y sehen würde, kannst du mal die Rückfahrkamera anmachen? Natürlich. Von der Qualität ist sie jetzt nicht schlecht oder so, war keine Frage. Aber sie ist halt, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auf dem Bild seht, nicht ganz so glasklar wie jetzt zum Beispiel bei Model Y. Mhm. Aber es wird reichen. Bonus, was ihr hier natürlich wieder habt, ist diese 360 Grad Vogelperspektive. Mhm. Das wünsche ich mir bei meinem, muss ich ehrlich sagen. Ja, also weil die Kameras sind ja da. Das hilft beim Einparken definitiv. Also wie es halt bei der Fahrzeugklasse so ist, ist nicht gerade die übersichtlichste. Nee. Und da ist das schon sehr gut. Also ich konnte jetzt hier genau sehen, wie weit ich jetzt noch nach hinten reinparken kann. Mega. Das ist schon ganz gut. Was halt in vielen Videos gezeigt wird, ist halt die,
Aber in der Praxis ja, ist eine Spielerei zum Zeigen, würde ich jetzt mal einfach sagen. Weil ich gucke jetzt nicht, wenn ich jetzt irgendwo einparke, ob ich jetzt hier noch genau da dran stehe. Das sehe ich eigentlich in der Vogelperspektive. Absolut. Absolut. Schön. Aber dass du das überhaupt hast, das ist schon mal cool. Natürlich, klar. Ich meine, wir bei Tesla, das ist ein Negativpunkt an Tesla, wir bei Tesla haben die Option, wir haben die Kameras auch, die wirklich sehr gut sind. Und aber solche grafischen Feature, die haben wir nicht. Ja. Diese Einblendung, die du gerade gezeigt hast, die haben wir jetzt erst im Dezember 2021 mit dem Holiday-Update bekommen. Genau, ist einfach alles, hardware-technisch ist das alles da. Ja. Ist einfach nur eine reine Software-Geschichte. Nur also, Software, wa? Totwinkel. Und wenn du jetzt nach links blinkst, ist dann andere Seite? Dann kommt es auf der anderen Seite. Ah, okay. Ja, und halt hier jetzt auch meine KMH wird dann halt hier oben eingeblendet, weil die ja dann schon relevant ist. Ja. Auf der anderen Seite habe ich halt die Reichweite halt dann nicht eingeblendet. Ne, ist ja nicht schlimm. Du blinkst ja nicht dauerhaft, das passt ja. Genau. Also super. Das sind so kleine Feinheiten, einfach wie ich vorhin schon sagte. Mega. Wo darauf geachtet wurde. Mega, das dauert. Das Video wird sehr lang, das merke ich jetzt schon. Aber es ist auch sehr interessant. Es ist gerade für mich als Nicht-Wissender von Hyundai sehr interessant. Ja. Wenn wir mal hinterher gucken, deine Heckscheibe, die Form habe ich euch ja gezeigt im Größenverhältnis-Video, ist ein bisschen anders als wie bei Model Y. Das heißt, ihr habt ein bisschen kantigere Phasen. Ja, wo du sie schon gerade sagst, die Heckscheibe. Du hast vielleicht schon gesehen, das Auto hat keinen Heckscheibenwischer. Ja. Ist halt, wie es früher so war, man hat halt gern ein cleanes Heck gehabt. Hm. Ist auch hier definitiv der Fall. Das sieht auch ganz gut aus. Aber in der Praxis ist es so, es muss nur ein bisschen Regen kommen. Die Scheibe, die ist sofort zu und du siehst halt nichts mehr raus. Hm. Wenn dann noch ein bisschen Dreck dazu kommt, dann hast du sowieso ganz verloren. Hm. Das ist halt wirklich eine Sache, ich weiß nicht, ob es ein Designfehler ist oder so gewollt war. Auf jeden Fall in der Praxis, wenn du eine längere Strecke fährst und es auch ein bisschen dreckig, kannst du nichts mehr durch die Scheibe erkennen. Blöd. Das ist blöd, weil du hast keine Chance, das irgendwie sauber zu machen. Du hast die Möglichkeit, natürlich, wie wir es hier eingeschaltet haben, ich kann während der Fahrt hier auf die Taste drücken und dann sehe ich halt hinten das als Vollbild. Ja, schön. Würde gehen, aber ich mein, auch die Kamera wird ja auch ruckzuck. Wollte ich gerade sagen, die wird ja auch dreckig. Und dann bringt es die auch nicht viel, wa? Ja, richtig. Absolut. Na gut, vielleicht wird das noch geändert in der nächsten Version. Vielleicht im Facelift, dass dann einer drankommt, keine Ahnung, vielleicht unterm Spoiler versteckt. Keine Ahnung. Ja, mal gucken, genau. Ja. Super. Das ja, man kann, ist zwar jetzt nicht schön, aber ist jetzt kein Grund, das Auto nicht zu nehmen. Nee, auf jeden Fall, das denke ich dir, das denke ich dir doch, gerade auf jeden Fall. Ja. Du hast vorhin auch gesagt, der ist ein bisschen gehypt worden, war. Warum ist der gehypt worden? Wegen der Lade, wie sagt man denn, wegen dem Ladeverhalten, einfach weil es ein Monster ist, wenn es drum geht. Mit den 800 Volt, ja. Genau, mit der 800 Volt Technik. Deswegen wollen wir mal vorne hingehen zum Chargeport, da können wir mal andere Perspektive jetzt für euch. Und wir sprechen mal über die ganze Ladestrategie von dir und wie er sich jetzt auch im Winter schlägt mit dem Ladeverhalten. Ist er denn ein Monster oder nicht? Ja, machen wir. So, Tobi, wir stehen jetzt hier an der rechten Seite des IONIQ 5 und ihr habt hier den Ladeport, habe ich auch schon gesehen, wa? Jawohl. Cool. Der Ladeport. Kann man auch per Fernbedienung auföffnen. Special Effekt hier. Mit der Fernbedienung? Genau, mit der Fernbedienung. Okay. Da hast du mehrere Funktionen, sehe ich gerade heute. Das für das ist Kofferraum, das ist für die Ladeklappe und hier kann ich das Auto vorwärts, rückwärts fahren. Mega. Aber das können wir nachher nochmal zeigen. Das können wir nochmal zeigen, genau. Das ist jetzt im Prinzip euer Ladeport. Ihr seht es hier auch, oben ist AC, für die, die neu in der Szene sind. Und unten hat man dann das DC-Add-on im Prinzip. Das heißt, hier könnt ihr CCS laden. Was hast du hier Schönes? Das Anzeige? Das ist die Ladeanzeige. Also der Akku ist ja jetzt relativ voll. Ja. Du hast halt hier bis 75% laufen die hier. Und so weiter geht das halt immer runter. Und es blinkt dann halt auch beim Laden zum Beispiel. Okay, okay. Mega, mega. Ja. Wirklich mega. Wir müssen auch sagen, der Wagen wurde ja gerade deswegen auch gehypt, dass er mit der 800-Volt-Technik ein Lademonster ist. Hast du da Erfahrungswerte schon sammeln können? Natürlich habe ich da Erfahrungswerte sammeln können. Wie gesagt, ich habe ihn ja seit Juli, also ich habe quasi Sommer und ja, jetzt den Winter schon miterlebt. Ja. Im Sommer gar kein Thema, das stimmt so, wie sie sagen. Also wenn du was heißt deine 20, 25 Grad hast, dann ist es wirklich so, dass wenn du, ja, ich sag mal, mit 10% ankommst, dass er bis 45% ungefähr seine 220 kW zieht. Watzig, watzig, und okay. Ab dann geht er, glaube ich, runter auf 180-60%. Ja. Und dann ja, fällt er halt langsam ab. Mega, wirklich. Aber, mega. Du kommst dann wirklich, also wenn du mit 10% hinkommst, ja, ich sag mal, 20 Minuten Pause und du kannst definitiv wieder deine 300 Kilometer fahren oder 350 im Sommer. Wahnsinn, Wahnsinn. Das geht. Ja, was halt jetzt aktuell in Medien halt wirklich zu Recht ja, dann negativ angekreidet wird, ist halt einfach die Wintertauglichkeit. Also ich hatte damals extra geguckt. Ich hatte mir erst überlegt, holst du dir die günstigste Variante ohne alles? Und dann gibt es dieses Effizienzpaket mit Batterieheizung und Batteriekühlung. Ah, okay, und musst du extra bestellen? Das musstest du in der niedrigen Ausstattung extra bestellen. Okay. In den höheren ist es immer dabei. Ja.
Und sprich, hier haben wir ja die Vollausstattung, da ist ja diese Batterie, Heizung und Kühlung drin. Mhm. Und da habe ich mir eigentlich dann im Winter erhofft, ja, er heizt den Akku vor. Genau, Batterie konditionieren so, war? Definitiv nicht so. Mhm. Es gibt einen Wintermodus. Das heißt aber nur, dass die Batterie nicht in den Gefrierpunkt halt kommt. Das heißt, die Batterie wird geheizt, aber bei 0 Grad oder 5 Grad maximal, ich weiß jetzt nicht genau, hört halt die Heizung auf. Okay. Und dann kannst du dir vorstellen, was passiert. Akku mit 5 Grad, wenn du den an die Ladestation hängst, mehr als 50 kW ist da erstmal nicht drin. Oh, scheiße. Das heißt, wir hatten jetzt hier vor ein paar Wochen hatten wir einen Roadtrip gemacht, über 550 Kilometer, haben ein paar Ladeparks uns angeschaut, ja, also haben zumindest mal zwei Ladeparks besucht. Ja. Und ja, angestöckt und was war? 50 kW Ladeleistung. Nein. Und nach einer Viertelstunde ging es dann auf 75 hoch und dann nochmal ein paar Minuten später ging es dann wenigstens auf 120 kW. Ach nein, Leute. Und das ist halt definitiv ja, ein Grund, wo dann viele sagen, okay, ist ein Sommerauto. Aber auch hier, wie ich es jetzt eben schon sagte, es soll auch im ersten Quartal oder zumindest spätestens halt bis zum nächsten Winter soll das Problem behoben sein. Okay. Und du dann, so wie ich es mitbekommen habe, wenn du sagst im Navi hier, ich will zu der Ladesäule XY fahren, ja, dass er dann automatisch vorkonditioniert. Also das ist ja auch sinnvoll, richtig, damit der Akku richtig schön seine beste, also die Akkuladeleistung ist am besten, wenn der Akku warm ist. Ja. Fakt. Und im Winter, klar. Auch bei, mich wundert ein bisschen, du bist ja trotzdem 150, 180 Kilometer gefahren. Mhm. Der Akku hat anscheinend trotzdem nicht seine Temperatur erreicht. Nein, definitiv. Das ist ja wild. Bin die ersten, ja, wann war der erste Stopp? Aber so 200 Kilometer waren es bestimmt. Ja. Klar, das Wetter war nicht so gut, aber du bist halt normal 120, 130, 150 mal gefahren. Hat nicht gereicht. Hat nicht gereicht, definitiv. Meine Güte, okay. Definitiv nicht. Wild. Also wenn du normal fährst, keine Chance. Keine Chance, war? Keine Chance. Okay, krass. Das ist natürlich ein Nachteil, muss man echt sagen. Im Sommer natürlich ein Riesenvorteil. Aber jetzt hier, dass da keine Vorkonditionierung stattfindet, das ist ein bisschen schade. Und, aber wenn du sagst, Software-Updates kommen noch. Und ich habe jetzt auch noch mitgekriegt, das ist nicht nur ein alleiniges Problem von dem IONIQ 5, sondern eigentlich ein generelles Problem. Es gab ja jetzt diese E-Nordcup-Challenge. Ja, okay. Und da habe ich gehört, dass halt alle außer Tesla wirklich Probleme mit der Batterietemperatur hatten. Ach, auch VW meinst du? Ja, und der Porsche Taycan und so weiter. Was? Okay. Ja. Das ist jetzt, weiß das jemand von euch zu? Das weiß ich jetzt gar nicht. Das ist ja interessant. Ja, Tesla. Also vielleicht nicht ganz so schlimm wie hier, aber definitiv im Vergleich zu Tesla sahen die anderen Hersteller doch schon schlechter aus bei der Geschichte. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Na gut, aber vielleicht kommt da ja noch was, hast du ja gesagt. Definitiv was. Definitiv. Kommt. Oder ich meine, das ist ja sonst kein Zustand mit 50 kW, da im Winter rumzueiern. Richtig. Den einzigen Vorteil, den du halt hast, ist die Effizienz. Mhm. Also ich habe den jetzt mit 18,6 Kilowattstunden bis jetzt komplett durchgefahren. Komplett jetzt komplett seine ganzen, wie viele Kilometer jetzt? 6.000 ungefähr, oder? 5.200, glaube ich. Also nicht so viel, aber Corona-bedingt sind das ja nur die Privatfahrten gewesen. Ja. Das heißt, zweimal Langstrecke und dann hier Landstraßen rumgefahren. Ja, das ist 18, sagst du, wa? Wenn ich jetzt hoch zum Edersee fahre, die Strecke kennst du ja, genau, da hatte ich 14 Kilowattstunden. Na, das ist schon super. Das ist schon richtig super. Das schon so. Was fährst du für eine Breite hier, sehe ich gerade? 2,35, ja? 2,35, 55, 19, ja. Ja, vorne und hinten, wa? Ja. Okay. Ja, gut, das ist ja auch nochmal ein schmaler Reifen. Wa? Ich meine, Tesla fährt direkt von Serie 2,55er. Ich fahre jetzt 2,85er rundherum. aber das ist ja auch, ich meine, ich sag ja, Hyundai hat sich so entwickelt, das ist wirklich toll anzusehen. Auch dieses, dass sie sich trauen, diese Silhouette hier einfach zu zeigen. Weil wir können ja mal kurz mal vorgehen. Ich meine, welcher Hersteller hat so die Eier in der Hose, blöd gesagt, hier sowas mal auf die Beine zu stellen, wenn wir nachher das Licht mal anmachen. Ja, ich kann dir gerade mal das Licht anmachen, dann siehst du es auch gerade mal. Genau, cool. Wo wir den abgeholt haben, dachten wir, hier wäre gar kein Licht drin, weil in der höheren Variante hast du halt dieses Licht. Okay. Aber... Oh ja, ich sehe es, ich sehe es. Krass. Das sind halt so Feinheiten, ja, du siehst halt nichts, aber sobald das Licht dann angeht... Ja, absolut. ...fällt das dann auf, ne? Absolut. Und generell, also du musst halt so die ganzen Feinheiten einfach sehen. Die haben jetzt hier, selbst in dem Pixel, haben sie nochmal Pixel drin. Okay, und, ja, stimmt. Flackert ein bisschen, Leute, ihr seht es, glaube ich, aber ihr seht auch die Pixel. Richtig. Also so kleine Feinheiten, da ist Hyundai, finde ich,
machen die schon relativ viel. Ja. Das habe ich dann bei dem alten Hyundai 4-Facelift schon gesehen. Wenn man im Sportmodus zum Beispiel war und du hast die Kilometeranzeige gesehen, so im Hintergrund kamen dann die anderen Kilometer, also lauter so kleine Feinheiten einfach. Ja, ne? So das Visuelle gerade, ja. Das ein bisschen die Schmanke einfach reinbringt. Richtig. Schön, das sieht sehr gut aus. Eine Frage, ehrliche Frage, das sieht ja aus wie Matrix-Licht. Ist das ja. Matrix? Leider nicht. Und das war auch ein Grund, warum ich den eigentlich damals gar nicht kaufen wollte. Okay. Weil ich habe gedacht, also was, mein Anspruch war halt, das nächste Auto muss halt Matrix-Licht haben. Ja. Aber hier ist es einfach nur festes LED. Gibt es bei Hyundai überhaupt Matrix? Bei Hyundai gibt es kein Matrix. Beim Kia EV6 gibt es das Matrix-Licht. Ja. Also selber Konzern, selbes Haus. Okay. Warum es den bei dem nicht gibt, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht erzählen. Okay. Kann ich mir auch nicht vorstellen, also warum sie es nicht gemacht haben. Aber du bist zufrieden mit der Licht? Mit das der Licht ist in Ordnung, ja. Ja, okay, ja. Super. Also schön. Bei Hyundai, generell das Licht könnte besser sein, definitiv. Mhm. Also im Vergleich zu jetzt den deutschen Herstellern, die sind da schon ein bisschen weiter vorne. Okay. Was die Lichtausbeute, sage ich mal, dann angeht. Ja, das Problem haben wir Tesla-Fahrer ja auch. Ich meine, wir haben zwar angeblich diese Matrix-Lichter drin, aber irgendwie dann doch nicht, weil die Pixel, zu wenig Pixel dafür sind. Ja. Also von daher das Problem, ja. Die Deutschen sind da, muss man echt sagen, die Kings. Richtig. Audi, also was die vor Licht bammern oder Mercedes, da fährst du über eine Bodenwelle, du merkst nicht, dass du über Bodenwelle fährst. Das Licht tariert sich direkt wieder aus. Das ist schon wirklich toll, muss man sagen. Das fehlt mir halt hier, gerade in der Preisklasse, sage ich mal. Ja, ich meine, was hast du, wenn ich fragen darf, was hast du jetzt? Der ist volle Hütte, was? Der ist volle Hütte und laut Liste kostet der jetzt 60.000. Mhm. In der Preisklasse hätte ich das eigentlich erwartet. Ja, das stimmt. Du ziehst zwar noch die Buffer ab, war 6.000? Genau, die zieht man noch ab. Ja. Aber gut. Trotzdem, viel Geld. Ja, definitiv. Geld. Ja. Definitiv. Absolut schön. Vielen Dank auch, dass du jetzt die Zeit erstmal gefunden hast hier für das Interview. Ja. Es ist nämlich immer die Sache, Leute, sage ich euch auch immer, ich kann als YouTuber bzw. als Tester das Auto mal gerne einen Tag nehmen, aber diese Langzeiterfahrung, diese Erfahrung, wenn man mit dem Auto verschmelzt, blödsinn sagt, die Gefühlslage, das kann ich nicht beschreiben. Das kann ich nicht in ein paar Stunden widerspiegeln, was du jetzt innerhalb von einem halben Jahr kennenlernst an dem Wagen war. Deswegen ist das immer toll, wenn wir sowas hier zustande kriegen. Ja. Und noch ein Punkt, der dich irgendwie stört oder den du richtig toll findest? Richtig toll? Ja, an sich, also ich hatte ja schon viele Autos, aber bei dem ist so das erste Auto, wo ich mich eigentlich immer freue, wenn ich mitfahren kann. Okay. Sagen wir mal so. Okay. Ich denke, das sagt schon viel aus. Ja. Ist auch, wie gesagt, zum Fahren richtig super, gerade Langstrecke. Du kommst super entspannt an. Ja. Gerade bei den Urlaubsfahrten. Okay. Und ja. Also willst du auch nicht mehr zum Verbrenner zurück oder so? Nee, das definitiv nicht. Definitiv nicht. Ja. Was halt, bei Langstrecken, wie gesagt, ein Vorteil ist, aber in der Praxis im kleinen Parkhaus oder so ein bisschen vom Nachteil ist, ja. Ist der 3 Meter Radstand. 3 Meter Radstand, genau, gut, dass du es ansprichst. Wir haben das ja auch in dem Video gesehen, wo ich den IONIQ 5 mit dem Model Y einfach vom Größenverhältnis mal verglichen habe und da fiel auch direkt auf 3 Meter, das siehst du hier, wa? Genau, und wenn du jetzt in ein kleineres Parkhaus reinfährst, musst du halt schon öfters mal rangieren, wo du früher halt nicht rangieren musstest. Okay, das ist halt der Nachteil daran. Aber es ist handelbar. Natürlich. Ist handelbar, ja, genau, super. Dann wollen wir eine Sache mal noch auf jeden Fall jetzt zum Abschluss auch ansprechen, wa? Ja. Und zwar, kannst du mit deinem IONIQ 5 mein Tesla Model Y laden? Ist das möglich? Genau, das kann ich definitiv machen. Ach, Quatsch. Also jetzt der Klassiker, wo jetzt viele ja immer sagen, hier im Stau, wenn das Elektroauto dann stehen bleibt. Ne? Ja. Mit dem Auto könnte ich dir dann helfen, definitiv. Echt? Du könntest meinen Wagen laden? Ich könnte deinen Wagen laden. Ja. theoretisch mit bis zu 3,6 kW. Okay, wild. Praktisch natürlich mit dem Notladekabel, ja, geht ja nur die 2,3 kW rein. Ja. Wollen wir es mal ausprobieren? Wir können das natürlich gerne auch mal ausprobieren. Echt? Ja. Geil, cool. Ja. Was brauchst du dafür? Ich brauche ein Notladekabel. Okay. Das hätte ich dabei. Das hast du dabei, echt? Das habe ich immer dabei. Ja. Okay, du kannst ja nicht einfach in den AC-Buchse das einstecken, oder? Nein, das geht nicht. Dafür gibt es diesen Knochen. Oh, auch schön hier. Abdeckung. Diesen Knochen. Ja. Kommt hier in die AC-Buchse rein. Okay. Und hier versteckt sich eine Steckdose. Aha. Okay, krass. So, und damit könnten wir dann mit dem Notladekabel dein Auto aufladen. Oder ich hatte jetzt hier als Demonstration mal einen Staubsauger mitgebracht. Ja. Den könnte man natürlich auch nehmen. Und wenn man auf dem Waschpark ist oder so, muss man nicht die 50 Cent in die Staubsauger einwerfen, sondern kriegt einfach seinen Hausstaubsauger und saugt dann da das Auto aus. Finde ich mega. Diese Funktion finde ich einfach mega, muss ich echt sagen. Schade, dass das Tesla irgendwie nicht anbietet. Mhm. Aber diese, ich meine, du hast ja hier 12 Volt Steckdose hier drüben. Genau, die ist da dran. Die ist ja serienmäßig dabei, das ist ja in Ordnung. Aber irgendwie so richtig
ich sag mal, dass du jetzt hier solche Haushaltsinstrumente nutzen kannst oder sowas. Oder blöd gesagt noch weitergehen kannst. Du könntest irgendwie technische Geräte wie. Ja. Ja, alles. Also alles, was du daheim in die Steckdose stecken kannst, kannst du da dran stecken. Also könnte ich meinen Gaming-PC für Forza, könnte ich hier mitnehmen und dann könnte ich hier zocken. Genau, du könntest, wenn du jetzt campen gehst oder keine Ahnung was, könntest deinen PC mitnehmen mit Beamer oder was weiß ich was. Geil. Und könntest du machen. Mega, wirklich mega. Super, was brauche ich jetzt? Ich brauche im Prinzip nur mein UMC-Ladekabel, was ich damit Steckdose hier reinstecken kann. Von Steckdose auf Typ 2. Okay, verstehe. Und dann geht's schon los. Na dann hole ich das mal von drüben. Ein paar Sekunden später. So Leute, wir haben den extrem Ernstfall, dass ich keinen Strom mehr im Model Y habe. Und ich habe den Retter hier, nämlich den Tobi. Tobi, du rettest mich jetzt mit Strom. Mit dem Hundeknochen. Genau, mit dem Hundeknochen im Prinzip. Und da hast du im Prinzip hier Notladekabel. Notladekabel. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eine Steckdose und auf der anderen Seite dann den AC-Stecker. Typ 2 Stecker, genau. Ja. Und da bin ich mal gespannt, wie machst du das jetzt? Ganz einfach. Also, wie gesagt, Ladeport auf. Ladeport auf. Das Ding rein. Ja. Soll ich dir helfen? Ach, geht. Jetzt hat es verriegelt. Also, jetzt kann das keiner mehr klauen. Aha. Das schalte ich hier auf ein. Ja. Grünes Lämpchen leuchtet. Das heißt, Strom ist drauf. Ja. Wild. So. Rein. Das ist ja krass. Und schon läuft's. Direkt Saft. Okay. So, und jetzt gehen wir zu deinem. Ja, ich habe ja keine Reichweite mehr, deswegen müssen wir jetzt hier. Du bist jetzt. Chargeport öffnet noch über 12 Volt. Und jetzt dran? Bin ich gespannt. Ob er jetzt. Er wird grün. Genau, und hier sagt er auch schon Charge. Nein, wie cool. Also, funktioniert. Mega, jetzt will ich mal kurz reingucken. Mhm. Er müsste mir rein theoretisch anzeigen, dass ich jetzt einen Input kriege. Was sagt er hier? 230 Volt, 12 Ampere. Mhm. Kann das sein? Ja. Das ist so? Definitiv. Ja. Das ist so, krass. Das sind dann 2,6. Also wenn wir in mein Auto reingucken würden, würde da stehen 2,6 kW zieht er raus. Okay, können wir es sehen? Das können wir sehen. Und das ist ja wild. Leute, guckt euch das mal an. Ja, 2,7 sogar, 2,8. Oh, okay. Sieht sogar richtig gut. Das ist ja richtig gut. Der Rest, sagst du, sozusagen... Ist dann Verluste. Das ist dann Verluste. Das heißt einfach hier zum Beispiel Ausgang, Umwandlung, Gleichstrom, also Wechselstrom. 300 Watt Verluste hat man eigentlich so immer. Ja. Sag ich mal so pauschal. Ja. Wild. Und so kannst du dein Auto wieder aufladen. Toll, diese Funktion ist doch Hammer, Leute. Oder was sagt ihr? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Wir laden jetzt das Tesla Model Y. Koffer, einwandfrei. Tobi, vielen Dank, wirklich vielen Dank, dass du das heute möglich gemacht hast. Wieder was dazugelernt, auch von Hyundai-Seite her. Ich denke, auch Hyundai wird nicht das letzte Mal so ein Elektroauto rausbringen. Da werden noch einige kommen. Da kommen noch einige. Gerade auf der Plattform, das ist ja im Prinzip dann immer das Gleiche. Ja. Nur halt dann größer oder kleiner. Mega. Also da kommt noch was. Ja. Mega, wirklich Daumen nach oben. Vielen Dank, jetzt fängt es an zu regnen. Das heißt, unser Video ist auch zu Ende, genau. Und Leute, wie fandet ihr es? Gebt einen Daumen nach oben. Wir schwenken nochmal rum hier. Tolle Kisten. Und in dem Sinne sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao.